Angkor Wat in Kambodscha. Warst du da mal im Urlaub oder willst du da hinfahren? Ah, Helena, für dich habe ich was. Bin gespannt. Ich will meiner Doktorarbeit total gerne darüber schreiben. Am liebsten über Angkor Thom. Aber mein Doktorvater ist da noch nicht so begeistert. Hier, die Fotos vom Shooting. Oh, danke. Ja, gerne. Ist Andi schon von der Arbeit zurück? Keine Ahnung, warum. So, ja, Fotos. Miriam, hast du meinen Autoschlüssel gesehen? Nö. Ja, toll. Immer wenn man braucht, hilfst du bitte mal suchen. Chef im Stress. Ja, die Konditorei macht gleich zu. Wenn ich diese Törtchen nicht abhole, reißen mir Helmut und Mitte den Kopf ab. Die Hochzeit wird schon nicht an diesen Törtchen scheitern. Wenn Sie diese Törtchen wollen, dann kriegen Sie die auch. Wenn es nur Limits schon mal eine Hochzeit ausrichten darf. Bitte. Geht doch. Ciao. Ciao. Auf. Sorry, man könnte ja meinen, du transportierst eine Bombe. Helena. Miri, machst du mir eine Cola? Ja, klar. Na, schönen Tag gehabt. Und du? Auch. Und der wird noch schöner. Hast du ihm schon die Fotos gezeigt? Ach wie, du hast die Bilder schon? Aha. Ja, aber die sind nicht so besonders. Bitte, die sind total geil. Ich glaube, ich gucke mir das mal selber an. Her damit. Ja. Bitteschön. Wow, danke. Das ist ja der Hammer. Was? Wirklich jetzt, ich meine es ernst. Guck mal, wie du strahlst. Findest du nicht auch, dass mir auf dem Foto das Shirt ganz gut steht? Gar nicht schlecht. Los, ich hol mir was zu trinken. Soll ich dir was bringen? Auch eine Cola. Kommt sofort. Miriam Cola. Und wisst ihr was? Ich finde, ihr seht beide toll aus. Und zusammen also. Wie ein absolutes Traumpaar. Ja. Er muss es wissen, wenn Olli das sagt. Ne? Furt. Hey. Gregor, kommst du trotzdem? Was? Wieso trotzdem? Wenn wir uns nicht beeilen, sind wir zur Rush-Hour am Großmarkt und das ist nicht witzig. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dir los ist. Die Hochzeit macht ihn völlig fertig. Diese Hochzeit ist ja wohl erst in ein paar Stunden und es heiratet kein König, sondern irgendwelche Bekannte von mir. Eben deshalb. Also Abmarsch. Tschüss, Luise. Beim Zahnarzt dauert es noch. Komme später, Tristan. Helena. Hey, machst du mir einen... Ja, machst du hier bitte erstmal gar nichts? Ja. Seit wann habt ihr eigentlich Törtchen? Die sind übrig geblieben. Kam wohl doch nicht so gut an bei der Hochzeit, oder? Klappe. Du, ich lade dich zum Frühstück ein. Das hat er noch nie gemacht. Und wie komme ich zu der Ehre? Naja, ich habe da so ein kleines Attentat auf dich vor. Ich zeig's dir einfach mal. Willst du mir Schuhe schenken? Was ist das? Naja, das ist Zeugs für meine Steuererklärung. Ich habe so eine Deadline und ich dachte, vielleicht hilfst du mir dabei. Bei der Steuererklärung? Ich habe einfach keinen Plan von so einem Zeug. Aber du denkst, ich habe einen Plan von Steuererklärung. Andi ist immer so romantisch. Ich auch. Ich kann ihm zwar nicht helfen, aber kein Grund, die Einladung auszuschlagen. Für mich bitte das extra große Spezialfrühstück. Das teuerste. Und für dich? Ja.